Irgendwie. Ich klammer hier erstmal die schwarzen aus und dann gehe ich nach oben und klammer nochmal die schwarzen aus. Das klingt doch nach einem Plan. So, hat geklappt. So eine gute Methode. So, wie viele Sterne gibt es da? Zwei. Jetzt muss ich ja gar nichts machen. Außer die nicht trennen. So. Ich glaube, ich weiß den Trick. Ich muss den hier nehmen, dann einmal außen rum. Den hier nehmen. Dann hier hoch. Ja. Dann sind die nämlich hier durch verbunden. Die beiden. Ja. Ich kenne die Tricks hier. So, das ist gleich nur nicht. Achso, hier gibt es mehrere Startpunkte. Huch. Das gefällt mir nicht so. Aber das hier muss ja sowieso der Startpunkt sein. Weil sonst kriege ich den Punkt ja nicht. Oder? Negativ. Der falsche Punkt. Falscher Punkt zum Beginn. Der ist vielleicht besser. Und dann... Nee. Dann gehe ich hier einmal einfach mal... Wo ist das Ziel? Ich sehe das Ziel gerade nicht. Hier ist das Ziel, okay. Das ist das hier, glaube ich, schon eine richtige Route. Der Startpunkt ist doof. Die Löcher sind doof. Probier das vielleicht nicht. Muss ich hier das irgendwie eckiger nehmen? Ist vielleicht so, ja. Nee. Das führt zum Gleichen. Oder? Ja, doch, ist besser. Ist aber, nee. So kann das nicht sein. Dann habe ich hier alle. Überhaupt nicht. Das heißt, ich muss den Startpunkt doch anders wählen. Und zwar nehme ich den Startpunkt hier mal. Und versuche, ob ich das, also so schon mal nicht. Versuche das mal, nee, so auch nicht. Nee, so auch nicht. Also der Startpunkt geht schon mal nicht. So. Wo waren wir stehen geblieben? Genau. Hier bei dem Block. Das sieht aber noch relativ einfach aus. Wenn wir den Ring, nein, wenn wir das hier so machen und dann einfach hochgehen. Hochgehen. Und hier das. Am ist jetzt das hier im Weg. Okay, vielleicht auch nicht so einfach. Dann muss ich vielleicht die kombinieren, natürlich. Von dieser Richtung geht das aber nicht. Und dann doch von der anderen. Also ich gehe hier einmal kurz, nein, hier noch nicht. Hier rüber. Mach dann, nee, warte. Muss noch einen rüber. Dann mache ich hier die Form. Diese 1 und dann die 3 daneben. Und dann hier, oh. Geht nicht. Das geht so nicht. Was mache ich das denn sonst? Ah, warte, ich mache das einfach so weit wie möglich voneinander entfernt. Dann sollte das auch kein Problem. Muss ich aber direkt hier hoch. Dann sollte es auch kein Problem geben. Muss hier einfach dann hoch. Dann hier dasselbe, so weit wie möglich außen. Dann plopp, fertig. Okay. Was gibt's hier denn so? Ach, hier gibt's schon wieder Sterne. Oh Gott, und auch noch so doppelt. Und doppelt gemoppeltes Teil. Mache ich das denn am besten? So. Ja. Okay. Jetzt noch diese Säule hier. Das sind nur ein paar
jetzt ein paar. Aber schon wieder doppelt. Oder? Oder? Ist gerade nicht. Hä? Verwirrt mich gerade ein bisschen. So, habe ich jetzt alle? Keine Ahnung. Ja, anscheinend. So. Dann geht hier ein Fahrstuhl hoch. Gibt es sonst noch was? Vielleicht ein geheimer Audiolog, der 3 Jahre geht oder so. Sieht nicht danach aus. Okay, dann gehen wir mal einfach. Kommen, wir können da nicht hin. Los, Steine kommt. Ich will rüber. Danke sehr, Steinchen. Dann einmal runter, bitte. Nicht? Einmal runter, bitte. Hä? Bin ich irgendwie zu schnell oder so? Runter, bitte. Nicht? Das ist ja auch ein Rätsel. Wenn ja, dann... Dann finde ich das Rätsel hier nicht. Ah, guck mal hier. Hier geht automatisch raus. Das hier muss irgendwo ein Rätsel sein. Aber wo hier? Irgendwo hier muss das sein. Vielleicht ja von einer anderen Perspektive oder so. Nö. Der geht automatisch hier raus. Das heißt, es muss ja hier irgendwo im Bereich sein. Ich sehe aber keinen Startpunkt. Also das einzige Runde, was ich hier sehe, ist die Sonne. Aber das wäre ziemlich komisch, wenn das der Startpunkt wäre. Vielleicht ja der. Das ist ja auch rund. War nicht so rund. Man es gerne haben. Achso, vielleicht ist. Nee. Nee, nee. Sah gerade so aus, als wenn die Sonne direkt hier in die Form hier reinpasst. Dem ist natürlich nicht so. Ja. Also irgendwie sehe ich das Rätsel. Vielleicht muss ich ganz wieder zurück. Och. Nö. Also irgendwie. Also auf jeden Fall ist hier ein Rätsel. Ach hier. Ach so. Ich habe jetzt nochmal nachgeguckt. Wir haben noch lange nicht alle Rätsel gelöst. Und ich will das eigentlich erst abschließen, wenn wir alles, also 100% haben. So ungefähr. Und hier sieht man, 415 plus 8 sind noch lange nicht alle. Ich habe mich mal ein bisschen reingelesen, also hier gehen wir schnell raus. Dass in der Nähe der Stadt, da stehen alle Rätsel. Ist irgendwie immer noch nicht auf. Auf jeden Fall müssen wir dann jetzt ganz zurück wieder. Und dann, ja. Dann gucken wir uns mal an, das in der Stadt. Ein Problem ist beim Rückweg. Der Raum da gleich. Ich weiß jetzt nicht hundertprozentig, wie wir da durchkommen. Aber sollte schon machbar sein. Hoffen wir es mal. Hier meinte ich, kommt man nämlich nicht einfach wieder so zurück.
Ich hoffe aber, das geht. Und hier muss ich wahrscheinlich jedes Mal, wenn wir hier durchgehen, das Rätsel neu lösen. Hört sich ziemlich kompliziert an. Oder? Nee, muss ich nicht komplett. Ich muss ja nur diesen letzten Schritt hier immer neu machen. Und der ist ja nicht so schwierig. Oder so war das nicht. So. Jetzt einfach so. So viel anders ist das jetzt auch nicht. Dann gehen wir hier mal wieder zurück. Ich glaube, hier ging es weg. Ja, genau. Genau. Dann gehen wir wieder zurück. Ins Freie. Einen Shortcut nehmen. Haben wir auch gemacht. Ich habe mich gerade gefragt, was die Löcher da sind. Geht's hier lang? Ja, oder? Ja. Natürlich geht's hier lang. Müssen wir wieder Treppen steigen. Das macht ja nix. Treppen sind noch eine coole Sache. Ja, genau. Hier war das. Und dann sind wir schon oben. Was sind das? Das haben wir ja gar nicht gemacht. Wir dachten einfach nur so hier. Da fertig. Das ist ja fies versteckt. Wohin führt er? Das Kabel das? Ach das, ja stimmt, hier war ja immer so ein Kabel irgendwo. Moment, dem müssen wir jetzt folgen. Dem müssen wir folgen. Aber wo geht das denn ganz hin? Ich glaube, ich habe das gerade nach unten sehen. Wenn sehen, genau hier ist das Kabel. Geht hier noch ganz nach unten. Müssen wir den ganzen Weg wieder zurückgehen. Aber wohin führt das denn? Hier geht es immer noch weiter runter. Dann müssen wir hier wieder das kurz umschalten. Zum Glück ist das nicht so schwierig, wie ich zuerst dachte. Man muss hier nämlich einfach nur ganz locker easy hier dann durchtrennen. So. Müssen wir hier nur. Es ist nervig, dass man hier immer so einen weiten Weg gehen muss. So. Dann gehen wir hier den Fahrstuhl runter. So. Ah. Hier führt das Kabel hin. Zu dem Typ. Ja, ich habe mich schon gefragt, wie das. Wenn das aktiviert. Shit. Ich habe keine Ahnung, wie die Dreiecke funktionieren. Hat bis jetzt ja eigentlich ganz gut geklappt, auch ohne das Wissen, wie das geht. Shit. Wie gehen die denn jetzt? So, ich habe es jetzt ein bisschen rumprobiert mit dem. Jetzt weiß ich, glaube ich, wie die funktionieren. Nur so, ja. Pro Dreieck muss eine Seite beleuchtet sein. Das hat sich, glaube ich, geöffnet. Was gibt's denn hier so? Was denn? Oh Gott, nein, hier ist schon wieder was mit Zeit. Aber was hat das gemacht? Das läuft immer noch. Und jetzt? Oh, ach so. Das öffnet und schließt nur das da. Ja, was muss man hier machen? Ein easy Rätsel. Voll easy. Voll rätselhaft. Wie mache ich das denn hier am besten? Hups. Blub, 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 blub. Easy. Okay. Das ging auch schnell. Sieht es aus wie eine Tropfsteinhöhle. Nur dass hier nichts tropft. Ist also eine normale Steinhöhle.
Keine Scheiße. Ich kann das wohl nicht auslösen. So dämlich. Naja. Okay, ich mach das von da. Wahrscheinlich nicht schwierig. Ja, wahrscheinlich, ja. Muss einfach von hier aus das machen. Oh, hier ist eine Schlucht. Cool. Ach, schon wieder so ein Rainbow-Rätsel. Nur, dass das. Achso. Nur, dass das stehen geblieben ist. Und ich keine Ahnung habe, welches zu welchem gehört. Okay, was gibt's hier so? Formen, die man drehen kann. Weiß nicht, ob mir das so gefällt. Auf jeden Fall weiß ich, dass man die Form links und die Form rechts am besten kombiniert. Geht das denn? Könnte knapp werden. Ah, Moment, wenn ich das so mache und hier dann den. Ah. Hier den Sechser und dann das hier so mache. Ah ja, so funktioniert das. Theoretisch. Und ich mache das nochmal von hier aus. So. War das? Hier noch den Einer. Oh, dann ist das ja gar nicht in der Form. Hoch. Wie mache ich das denn, dass das auch noch in der Form ist? Ich. Geht nicht. Da muss ich den Einser theoretisch auch noch reinbringen, irgendwie. Wahrscheinlich. Ja. Mach hier den Sechser hin. Hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hier dann. Hier dann die Form. Und hier den Einser dann. Dann soll das alles funktionieren. Ach, boah. Ah. Ist auch zu einfach gewesen. Ja gut, dann mache ich nicht hier den Sechser hin, sondern die Sechser mache ich dann hier mal hier hin und hier mache ich die eine Form hin. Ja. Perfekt. Was gibt's hier so? Ach so, von hinten dachte ich irgendwie, dass hier alles Sterne sind. Natürlich nicht so. So, die können ja auch in einer Form sein, deswegen. Achso, ich muss hier einen Fehler reinbringen. So, warte, so. Ja. Okay. Was gibt's hier so auf dem Boden? Interessant, interessant. Nee. So. Ja. War einfach. So schwierig sind die hier nicht. Warte mal, habe ich das gerade richtig gesehen? Nö. Also, die alle gehören zu einem. Und die hier. Das hier sind andere. Und, ach, die sehen alle anders aus. Ja, die sehen echt alle anders aus. Ich kann ja vielleicht mal raten. So? Nee, natürlich nicht. Ja, der Anfang ist irgendwie doof. Fangen mal vielleicht so an. Und ja, vielleicht sind das hier die gleichen. Deswegen kann ich vielleicht so machen. Irgendwie. Ja, natürlich nicht so.